Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, man freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr schon am Thumbnail am Titel erkennen konntet, geht es heute um die Tech Evolvere. Ist ein weirder Name, aber die Waffe ist nicht weird. Die Waffe ist komplett gestört, krass. Wir haben ein 45 Kills Gameplay auf Rio, auf allen Solo Squads mit der Tech Evolvere und der Striker 9 erspielt. Ich muss wirklich sagen, diese Waffe hat es wirklich, wirklich in sich. Also das ist kein Cap, der Titel, die Waffe hat es wirklich in sich. Die Waffe hat erstens null Rückstoß. Wirklich, wenn ich null sage, meine ich auch wirklich null. Ihr könnt schießen und den Stick loslassen, die Waffe schießt straight. Also ist wirklich crazy. Null Rückstoß. Ein 100er Magazin, seid trotzdem mobil und sie hat wirklich kranken Schaden. Werdet ihr im heutigen Video sehen. Den Loader gibt es wie immer am Ende. Ich würde sagen, 45 Kills haben wir gehittet. Hängen wir eine 0 dran an. 450 Likes für dieses Video wünsche ich mir. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir diese knacken würden. Auch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wir sind kurz vor den 80.000 Abonnenten. Ja, kurz nicht, aber wir sind auf dem Weg zu den 80.000 Abonnenten. Deswegen sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, let's go. Vorab muss ich sagen, dieses Video ist gesponsert von CyberGhost VPN. Kuss geht raus an CyberGhost für das Sponsoring dieses Videos. Freue ich mich sehr drüber, weil CyberGhost wirklich ein krasser VPN ist, wenn es generell um Server geht. Wir haben hier 100 Server, wo wir uns connecten können. Wir haben hier einen 4Gaming-Abschnitt, wo wir später dazu noch kommen werden. Wir haben wirklich einen krassen VPN hier und ist wirklich preis-leistungstechnisch der beste VPN auf dem Markt. Wir haben über 100 Server. Wir sind geschützt, wenn wir im Internet surfen. Was sind die Vorteile kurz von dem VPN? Wir sind geschützt, wenn wir im Internet surfen. Keiner kann uns DDoSen. Wir sind geschützt vor Malware. Wir sind geschützt vor Hackangriffen und so weiter und so fort. Wir sind wirklich geschützt, surfen wir quasi im Internet. Plus dazu muss ich sagen, in einigen Ländern wie in der Türkei, wenn man sich zum Beispiel zu Türkei connectet, kann man viele Abonnements, zum Beispiel YouTube Premium, keine Ahnung, was für Abonnements, Netflix etc., kann man alles viel, viel günstiger abonnieren, da der Durchschnittsgehalt natürlich bei uns in Österreich, Deutschland etc. höher ist als in der Türkei. Deswegen ist das Ganze zum Beispiel günstiger, wenn man sich zu Türkei connectet und von dort aus quasi so tut, als würde man dort leben, ist das natürlich günstiger. Wenn man Spiele zum Beispiel kauft, wirklich auch einige Spiele sind viel, viel günstiger in anderen Ländern, da verbindet man sich einfach zu Türkei. Okay, öffnet Steam, Battle.net, was auch immer und kauft sich ein Spiel, erwerbt es quasi viel, viel günstiger, ja. Das sind so die Vorteile. Natürlich auch, wenn ihr in den Urlaub fliegt, in manchen Ländern sind manche Serien nicht erlaubt. Das gleiche auch, wenn ihr zum Beispiel in Deutschland, Österreich, wo auch immer wohnt und wollt eine Serie gucken, die es aber nur in Amerika gibt, connectet ihr euch hier nach United States und guckt eure Serie, die ihr gucken möchtet, die in unserem Land quasi gar nicht verfügbar ist. Eine Menge, Menge Vorteile könnt ihr mit CyberGhost VPN genießen. Plus dazu haben wir hier den 4Gaming-Abschnitt. Die ganzen Gaming-Server sind in Frankfurt von FIFA, von Valorant, von Call of Duty, von Apex, von gefühlt jedem Spiel sind die Server in Frankfurt. Wieso sie in Frankfurt sind, fragt mich nicht, aber ist nun mal so. Und hier haben wir verschiedenste Frankfurt-Server, wo wir uns connecten können. Wir haben hier auch London-Server, New York-Server und Paris-Server. Also falls ihr auch mal NA-Lobby spielen möchtet, zum Beispiel in Ranked, sind die amerikanischen Lobbys viel, viel sanfter, sag ich mal, als also viel, viel besser als die in EU. EU immer sehr verschwitzt, NA ist viel, viel entspannter. Wenn man sich auch die Top-250-Liste anguckt, spielt jeder, der fast in der Top-250 ist, spielt fast jeder amerikanische Lobbys, wodurch sich auch mit einem VPN, sei es jetzt CyberGhost oder ein anderer, nach New York verbinden, weil das einfach am nächsten zu uns EU-Spielern ist. Und dann können wir halt amerikanische Lobby spielen. Aber wenn ihr auch zum Beispiel Ping-Probleme habt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Kugeln kommen beim Gegner nicht an, das hat alles mit der Connection zum Server zu tun, dann könnt ihr das auch, die Betonung liegt auf können, ja. Es kann sein, dass CyberGhost euch hilft, wenn ihr euch bei Frankfurt irgendwo verbindet, damit euer Ping besser ist, damit eure Kugeln besser connecten, alles ein bisschen besser einfach im Spiel direkter ist, könnt ihr euch hier einen Server aussuchen. Bei mir wäre es jetzt hier 24 MS, was der beste Ping wäre. Je niedriger der Ping, desto besser ist es. Ja? Bei mir, ich wohne in Österreich, ich bin 450 Kilometer von Frankfurt entfernt, deswegen ist der Ping auch ein bisschen höher. Falls du in der Nähe von Frankfurt wohnst oder in Frankfurt wohnst, wird bei dir natürlich der Ping noch besser sein. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, gucken, welcher Ping der beste ist, welcher Server, zu welchem Server ihr den besten Ping hättet. Ich habe hier zum Beispiel Frankfurt S410 i15, hätte ich einen 24er Ping. Ich könnte mich jetzt da connecten, könnte Warzone starten und könnte Warzone, könnte mit einem besseren Ping spielen und ja, die Kugeln kommen besser an etc. Mit meinem Link unten in der Videobeschreibung ist der Link verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr euch maximalen Rabatt sichern und könnt CyberGhost auch wirklich 30 Tage kostenlos testen. Es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, also ihr könnt das testen. Wenn es euch nicht gefällt, holt ihr euch euer Geld zurück und ja, habt das Ganze getestet. Checkt es sehr gerne ab. Kuss an CyberGhost für das Sponsoren dieses Videos. Freut mich mega. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Haben wir auch gewartet.
Oder diese Bonus-Strike hat null Rückschuss, Digga. Hat weniger Rückschuss, als wenn ich sie vom Laurot aufhebe, oder allerdings. Nee, No Cap, die hat weniger Rückschuss. Wie geht das überhaupt? Was passiert hier, Bruder? Sherpa City, Bruder. Junge, woher diese Lobbys? Bruder, bitte rede nicht mit mir, Bruder. Einfach nicht mit mir reden, Bruder.
Nein, Bro, als ob er mich so beamt. Oh mein. Nein, ich liebe diesen Mann da oben. Ich schwöre, genau dich da. Ich liebe dich, mein Bruder. Die Waffe brutal, Bruder. One we free for the win chat. Heilige Scheiße, Bruder. Ich dachte, es ist over, Chat. Ich dachte, es ist over und ich gewinne das Ding nicht. No cap. Ich dachte, es ist over, Bruder. Checkt sehr, sehr gerne CyberGhost VPN ab. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kuss an CyberGhost für Sponsoren dieses Videos. Wie gesagt, ihr habt maximalen Rabatt über den Link in der Videobeschreibung und habt auch eine Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, wenn euch der VPN nicht gefällt, verlangt ihr einfach euer Geld zurück und ihr seid gut raus aus der Geschichte. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.